Ich habe beim Aufräumen meiner externen Festplatte alten Schrott von dem Video gefunden, in dem ich das Monster Hunter Prinzip erklären wollte. Und weil ich ein fauler Sack bin, habe ich da drin Pokémans benutzt. Und da ist mir eingefallen, dass es einen Waffendesign-Contest gab von einer ganzen Weile für Monster Hunter World. Also habe ich mir gedacht, ich könnte, um ein bisschen besser mit Gimp umgehen zu lernen, mal gucken, welche Waffen könnte man aus den Pokémans so basteln. Ich wähle ein Pokémon aus, wähle anschließend eine Kategorie von Waffe oder Rüstungsteil und designe etwas, was da passen würde. Dabei werde ich sowohl alternative Formen als auch Evolution des Pokémons mit in Betracht ziehen, wenn das irgendwie Sinn macht. Und werde zudem die Statuswerte, Fähigkeiten, gehaltenen Objekte, Anfälligkeiten und die gelernten Attacken des Pokémons im Hinterkopf behalten. Um halt zu gucken, was würde hier für Waffen lustig sein, was könnte Sinn machen, etc. etc. Noch ein ganz kurzer Preclaimer, ich habe noch nie ein Monster Hunter Game gespielt, ich finde das Konzept nur interessant. Und weil ich gerne mit Gimp rumspiele, habe ich mir gedacht, hey, warum nicht? Die erste Waffe ist eine Lanzen- und Schildkombination, die auf Bibor basiert. Als Grundlage dafür habe ich die Attacke Duo-Nadel genommen, bei der Bibor zweimal zustößt und bei jedem Stoß eine 20% Chance hat, das Ziel zu vergiften. Zusätzlich habe ich die Fähigkeit Superschütze genommen, die den Schaden bei Volltreffern um 50% erhöht. Das heißt, bei jedem Angriff hat diese Waffe eine 20% Chance, die Gegner zu vergiften und bei Volltreffern fügt sie mehr Schaden zu. Diese Kombination ist relativ angriffsstark und schnell, allerdings was die Verteidigung angeht, trotzdem großen Schild nicht wirklich ausreichend. Also gäbe es alternativ auch ein Kukuna-Schild, der die Verteidigung der Kombination erhöht, aber die Initiative deutlich senkt. Oh, als nächstes haben wir einen Charm, der auf der Evoli-Reihe basiert. Genauer gesagt auf Evolis Fähigkeit Anpassung. Die bewirkt, dass wenn ein Pokémon mit einer Attacke angreift, dessen Typ sie teilt, sich der Typbonus erhöht. Das kombiniert mit der Evolutionsreihe von Evoli heißt, dass wenn man diesem Charm einen Evolutionsstein hinzufügt, Angriffe des entsprechenden Typs gestärkt werden würden. Mr. Rhino. Und als letztes für heute habe ich einen Helm aus Rihorn gemacht. Das klang brutaler als erwartet, aber machen wir weiter. Wie die Rihorn-Reihe hat er relativ gute Angriffs- und Verteidigungswerte, aber der Rest, vor allem die Initiative, ist vollkommen für den Arsch. Der Helm und auch das komplette Set basiert auf der Fähigkeit Blitzfänger, die dafür sorgt, dass Elektroattacken angezogen und schadlos gemacht werden. Das gilt sowohl für den Schaden als auch für all damit verbundenen Statuseffekte und sonstige Effekte. Und der Fähigkeit Steinhaut, die dafür sorgt, dass bei Attacken wie zum Beispiel Bodycheck der Rückstoßschaden ignoriert werden kann. Das heißt, es ist nur logisch, dass dieser Helm mit der Möglichkeit kommt, ihn als Rammwaffe zu benutzen. Für zum Beispiel Attacken wie Bodycheck oder den Risikotackle. Ich muss sagen, das war unerwartet lustig. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Pokémans zerlege und zu gefährlichen Waffen verbastel, oder wenn ihr wollt, dass ich andere Sachen zerlege und zu gefährlichen Waffen verbastel, sagt Bescheid. Das könnte spaßig werden, davon ein bisschen mehr zu machen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.